Wann waren Sie das letzte Mal tanken? Hat Ihnen das viel Spaß gemacht? Ich vermute nicht. Wir widmen uns des Themas Statistiken zu den Energiepreisen. Und dieser Mann hat dafür ja eine Menge zu erzählen. Felix, tanken macht gerade keinen Spaß. Ja, generell. Ich glaube, die Preisentwicklungen machen generell wenig Spaß. Ja? Was wir hier machen wollen, ist einfach mal so ein Abgleich. Wie war die Situation im Januar 2022 und wie ist die Situation im Juni 2022? Ja? Da liegen ja nur 5 Monate quasi dazwischen. Genau. Da müsste eigentlich nicht viel passiert genau. sein. Aber ich glaube, wenn wir uns Diesel, Autogas, Wasserstoff, Strom angucken, dann hat sich da was verändert. Darf ich fragen, so die Quellen dieser Informationen, bevor uns ein Shitstorm wieder erreicht? Genau, also das ist zum einen der ADAC, ENBW, Statista.com. Also wir haben versucht, die Werte so gut als wie nur möglich zu verifizieren. Ja? Gut, dann bin ich jetzt frech. Ich muss immer super E5 tanken. Ja. Es ist mir übrigens Anekdote vor dem fahrten Urlaub passiert, dass ich zur Tankstelle fuhr, wollte E5 tanken, dann hing ein Schild dort, kein Sprit mehr da. Ist mir in Deutschland noch nie passiert, leichte Panikattacken, aber dann habe ich halt Super Plus getankt. Ja, okay. Gut, okay, was ist mit Super? Ja, also da war im Januar bei einem Euro 72, heute, nachdem er schon deutlich über 2 Euro war, ist er bei einem Euro 97. Aber trotzdem, wenn man sich das anguckt, sind das 25 Cent teurer. Aber du hast schon angelegt, ich habe ihn glaube ich auch schon für 2,40 auf der, auf der Autobahn. Da haben wir jetzt gesehen. Ja die Subvention mit drin, aber irgendwo um die 2 Euro bewegen wir uns. Also dann sind wir ungefähr 15% ungefähr höher. Genau. Dann klar, Super E10 gehört ja auch in die Reihe. Ja, der ist von 1,68 auf 1,94 angestiegen. Okay, also da hat die Öko-Variante quasi nicht wirklich einen Preisvorteil gebracht. Nee, das ist ziemlich analog. Diesel ganz heftig von 1,60 Euro auf 2,03 Euro. Weißt du warum? Sag du mir's. Ein Großteil der Dieselproduktion findet tatsächlich in Russland statt. Ja. Und das wirkt sich natürlich massivst drauf aus. Ne? Also da ist tatsächlich die extreme Knappheit. Ja, schuld. Aber alle Themen, letztendlich sind wir jetzt beim Diesel teurer wie beim Benzin. Schon heftig. Dann gibt es Autogas, also das LPG, das rechnet man auch in Liter. Ja. Der war bei 89 Cent der Liter. Autogas ist heute bei 1 Euro. Da wird man fast mit 11% sind die noch am besten bei weggekommen. Ne? Ja, wobei finde ich schon auch eine verrückte Steigerung. Aber LPG ist ja nicht gleich Erdgas. Ne? Nee, genau. Anders. Erdgas, ausspannend. War. Erdgas zum Tanken oder zum Heizen? Nein, zum Tanken. Zum Tanken. Uns interessiert hier jetzt okay, weniger das, was hier zu Hause passiert. Der war beim Euro 17. Im Januar. Im Januar und ist jetzt beim Euro 13. Das ist der Rechenfehler passiert, der ist ja billiger geworden. Ja, also das ist das Erdgasphänomen. Hast du den erklärt? Nee, tatsächlich nicht. Also deshalb, wir wollen die Serie ein bisschen fortführen und es einfach beobachten, wie entwickeln sich die Energiepreise, um mit einem Fahrzeug sich fortzubewegen. Okay, ja. Was fehlt uns da noch? Wasserstoff. Okay, haben wir ja einen. Ja. Toyota und wir haben einen. Genau. Von, der wird ja in Kilogramm berechnet, war bei 9,33 ja, und ist jetzt bei 12,85 das Kilo. Ja, das ist schon. Und das sind ja über fast 30%, glaube ich, so grob hochgeschossen. Okay. Ja, also Wasserstoff ist richtig teuer geworden. Okay. Strom in Kilowattstunden, da haben wir ENBW und die Vertragspartner genommen. In AC und DC unterteilt, also einmal normal, einmal mit richtig viel Action. Genau. Und mit richtig viel Action ist es normalerweise teurer. Genau, ist auch so. AC-Laden ist von 45 Cent pro Kilowattstunde auf 42 Cent pro Kilowattstunde runter. Das ist ja 5% weniger. Genau. Okay. Und DC-Laden von 55 Cent auf 52 Cent runter. Okay,
Okay, also da würde man sagen, die rein Stromfahrenden, die hat es jetzt nicht erwischt, sogar fast im positiven Sinne. Genau. Ja, jetzt gucken wir einfach, also das ist jetzt gar keine große Wertung drin. Wir beobachten das, machen bei jedem oder regelmäßig ein Update, wie da die Entwicklungen sind. Und dann kann man das einfach mal nachvollziehen, was tut sich da und wo sind vielleicht Tendenzen schon zu erkennen in der Preisentwicklung der Energieträger. Aber ich tue trotzdem mal ergänzen, ist es nicht bewertend? Also nicht, dass nee, überhaupt nicht. Nicht. Also ich fahre immer noch einen Benziner, du fährst alles Mögliche. Also wir leiden da auch mit, weil ich kenne schon auch Leute in meinem Bekanntenkreis, die fahren müssen, weil sie sich die Wohnung in der Stadt gar nicht leisten können. Und die jetzt gerade wirklich anfangen müssen, jeden Euro umzudrehen, weil die Fahrt zur Tankstelle, man kann ja schlecht sein Auto auch 30 Kilometer zur Arbeit schieben. Das wirklich gerade keinen Spaß macht und wir hoffentlich auch alle hoffen, dass die Situation sich auch wieder ändert. Entspannt, ja. Wenn noch Fragen sind, ab in die Kommentare. Wir sind stolz drauf, auch mit Hilfe unseres Helden Robins, dass alle Kommentare bis heute beantwortet wurden. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Und nächstes Mal will ich wissen, was mit dem Erdgas los ist. Jawohl. Danke dir, und Felix. Abo dalassen. Danke. Ciao. Tschüss.